Versuchswert gleich Horizon Zero mit dem West. Also dann auf geht's. Weißt du, die Rebellen geben sich ja nicht kampflos auf. Dann sollen sie einen Kampf haben. Das Blutvergießen endet erst, wenn Regala besiegt ist. Was zählt, ist die gefangene Soldatin Nakana. Sie ist schon ziemlich lange in Gefangenschaft. Sie ist meine einzige Spur, um Kevin zu finden. Wir holen sie da raus. Und danach Kevin. Der Außenposten müsste vor uns sein. Warte, ich glaube, ich bin hier schon gewesen. Aber da war keine Gefangene. Dann ist die Spur jetzt kalt. Nicht unbedingt. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir raus, was mit ihr passiert ist. Laut unseren Spähern war Nakala an einen Holzpfahl gefesselt. Sehen wir uns mal um. Da, das ist der Pfahl. Von Nakala nicht zu sehen. Vielleicht haben die Rebellen sie verlegt. Ich kann nach Spuren suchen. Seltsam. Holzbretter. Ohne irgendetwas darauf. Was ist denn? Ich glaube, hier drunter könnte etwas sein. Nimm meine Hand, Nakala. Vorsichtig. Wo bin ich? Planen. Bist du das? Und mit einer Fremden? Wow. Wie bist du da unten gelandet? Die Rebellen hatten mich gefesselt. Sie dachten, wenn ich in der Sonne schmore, verrate ich ihnen die Marschrouten der Tieflandtruppen. Ich konnte die Fesseln lösen und weglaufen. Das ließen sie mich büßen. Ich erinnere mich nur an einen Schlag auf den Kopf und Dreck im Mund. Wie kommt ihr denn hierher? Wir suchen nach Kevin. Sein Trupp wurde zuletzt bei diesem Außenposten gesehen. Ja, er war hier. Es war sein Trupp, der uns auf der Straße angriff. Meine Kameraden konnten fliehen, ich nicht. Kevo selbst band mich an den Pfahl. Wenn du ihn suchst, Kaplanin, mach dich auf eine Enttäuschung gefasst. Er hat sich entschieden. Weißt du, wo sein Trupp hin ist? Ich hörte sie Schluchtrand erwähnen. Dann suchen wir dort weiter. Ich gehe voraus und treffe dich in Schluchtrand im Südwesten. Decker, wenn Kavo ihren Trupp angriff. Nein, er ist noch nicht verloren. Wir müssen ihn finden und ihm die Augen öffnen. Okay, wir sehen uns dort. Was ist mit dir? Die Wunde muss versorgt werden. Die verheilt. Ich muss mich nur etwas ausruhen und gehe dann zum Hain. Ich sag's dir, Bluthaar. Die Kaplanin will es nicht hören, aber ihr Enkel ist ein Verräter. Das werden wir wohl sehen. Auf geht's. Vielleicht kann mein Fokus hier helfen.
Nein, ich schaue bei sich. Vorräte aufstocken. Haare wie Wind. Du wirst sicherlich frei haben. Thank you.
Bleib wachsam. Sie suchen nach mir. Du bist im Tiefland sehr bekannt, Ostländerin. Du hast unseren Marschallen und unserem Häuptling geholfen. Ich bin dir dankbar. Ich sag dir mal was. Ich teile mit dir, was ich höre und was ich weiß. So rennst du nicht unwissend durch die Gegend. Ich sollte dir sagen... Wie ich höre, kämpfst du gern gegen Rebellen. Unsere Trainer können dir Tipps geben, wie man sie besiegt. Du solltest nach Dornmarsch im Südwesten gehen. Tenallo hilft Hikaros Streiterin bestimmt nur zu gerne aus. Gut zu wissen. Vielleicht besuche ich ihn mal. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. So, außerhalb des Dschungels fühle ich mich ziemlich ungeschützt. Jetzt kann schneller sagen, was Sache ist. Ich sage die Wahrheit. Hör auf ihn, Aruki. Keine Chance. Er ist ein Verräter. Decker, was ist hier los? Aloy, zum Glück bist du hier. Das ist Aruki, der Anführer von Schluchtrand. Du hast dir also die Streiterin des Häuptlings zur Rückendeckung geholt. Dann musst du Kevo sein. Mein Enkel. Und ein Soldat, der seine Fehler wieder gut machen will. Oder der uns in eine Falle locken will. Er wurde erwischt. Von den Spähern, als er ums Dorf herumschlich.
Ich bin nicht herumgeschlichen. Ich kam, um euch zu warnen. Die Rebellen planen einen Angriff. Sie wollen eine Maschine durch dieses Dorf schicken. Ich verließ meinen Posten, als ich merkte, was sie planen. Ihr müsst mir glauben. Wo sind die Rebellen jetzt? Auf der Jagd nach der Maschine nördlich von hier. Ich kann euch den Weg zeigen. Du wirst dich nur in einem Urteilskampf zeigen. Du verrietst deinen Clan. Dein Häuptling. Blut und Klingen werden über dich entscheiden. Ich kämpfe gegen wen du willst, nachdem wir den Angriff vereiteln. Wozu dieses Dorf zerstören? Ich dachte, Regala kämpft gegen Hekaro. Hekaro war Tiefländer, bevor er Häuptling wurde. Anders als der Wüsten- und Himmelsklan stehen wir unerschütterlich hinter ihm. Schluchtrand ist die strategische Mitte zwischen dem Hain und der Hauptstadt an der Küste. Das stimmt. Wir hatten Befehl, Hekaros Nachschub durch den Tiefland-Clan zu stoppen. Ich dachte, wir kappen Versorgungslinien und schlachten kein ganzes Dorf ab. Du sagtest, du bist desertiert, als du von dem Angriff erfuhrst. Woher der Sinneswandel? Als ich ihnen beitrat, dachte ich, Regala würde uns zum Kampf gegen unseren alten Feind führen, die Karja. Aber wir töten uns bloß gegenseitig. Und wofür? Stolz? Vergeltung? Als mein Truppführer uns also sagte, dass wir dieses Dorf zerstören wollen, verließ ich meinen Posten. Glaubt seine Lügen nicht. Jeder, der den Stamm verließ und sich Regala anschloss, wusste genau, worauf er sich da einlässt. Nein, nicht jeder. Wenn Kevo die Wahrheit sagt, ist das ganze Dorf in Gefahr. Wir müssen die Rebellen finden und aufhalten. Die Rebellen hatten ein Lagerfeuer nördlich des Flusses, an den Klippen. Ich kann euch den Weg von dort zeigen. Okay. Lass ihn frei, Aroki. Nein. Ich gebe ihm keine Chance zur Flucht. Der Verräter bleibt hier, bis zu seinem Urteilskampf. Ich berufe mich auf Blut für Blut. Ich nehme Kevos Platz ein, bis er zurückkehrt. Du machst einen Fehler, Kaplanin. Der Clan braucht deine Führung, nicht die Lügen dieses nacktarmigen Jungen. Der Ritus gilt. Kevo geht mit Aloy. Dann gehe ich auch. Wenn er die Wahrheit sagt, braucht ihr mein Schwert. Wenn er lügt, durchbohr ich ihn. Zuerst muss ich hier einiges regeln. Dann bringe ich den Jungen zum Treffpunkt. Gut. Wir sehen uns dort. Das Lagerfeuer, das Kevo meinte, muss in der Nähe sein. Verdauert. Wir müssen längst hier sein. Freunde von Kevo? Na! Hier gibt es Lager! Ich muss büßen. Lieber am Lagerfeuer auf ihn und Aroki.
Als ich ankam, waren deine Freunde hier, Kevo. Kein sehr guter Anfang. Muss eine Patrouille gewesen sein. Ich schwöre bei den Zehen, ich wusste nichts davon. Was habe ich gesagt? Seine Lügen sind wie eine offene Wunde. Brennen wir sie lieber aus, bevor sie eitert. Nein! Ich sage die Wahrheit! Bind ihn los. Wie du willst. Aber das ist ein Fehler. Und meine Waffe? Du glaubst doch nicht. Jetzt gib sie ihm, Aroke. Wir müssen weiter. Geh voraus. Das werden wir wohl noch sehen. Hier hinauf. Wohin führst du uns? Die Rebellen sind am Klippenwasserfall stationiert. Über diesen Weg bin ich desertiert. Sie werden nicht erwarten, dass jemand diesen Weg nimmt. Oder doch? Und wir werden sofort aufgespießt. Also ich höre wahrscheinlich. Das ist der Klippenwasserfall. Und es ist niemand dort. Ganz wie erwartet. Gehen wir einfach weiter. Mir gefällt das nicht. Sind dann alle? Keine Rebellen, keine Maschinen. Was habe ich? Da drüben, am Wasser. Blut der Zehen. Wenn dieses Ding durch Schlucht verblutet, hat das Dorf keine Chance. Dann halten wir sie auf. Jetzt und hier. Wir folgen dir, Aloy. Jetzt wird uns nichts mehr aufhalten! Macht euch bereit! Wir greifen Schluchtrand an! Für Schluchtrand! Er hat sie zu uns geführt. Maschine ist hin. Ugh!
dich! Geschafft. Kevo, du blutest. Mir geht's gut. Nur der vereitelte Angriff zählt. Dank deiner Warnung. Du hast viele Leben gerettet. Dann komm, ab zurück nach Schluchtrand. Ich hab wohl ein paar gebrochene Rippen. Geh du voraus. Ich bring ihn zurück ins Dorf. Okay. Ich sag Decker, was passiert ist. Wenn man einen Weg zu geben, einfach schnell reißen, ist ein Feuer. Drei gehen, nur du kehrst zurück? Was ist passiert? Kevo hat die Wahrheit gesagt. Die Rebellen hatten einen Behemoth. Kevo wurde im Kampf verletzt, aber der Angriff ist vereitelt. Ah, okay. Bereut seine Zweifel an dem Jungen. Dein Enkel hat sich als ehrlich und tapfer erwiesen, Kaplanin. Er ist dem Tiefland loyal. Dann lässt du ihn frei? Er hat die Freiheit verdient. Doch es braucht noch viele Taten, damit auch der Rest des Clans ihm wieder traut. Ich tue alles dafür. Danke, Aloy. Genau. Schluchtrand steht tief in deiner Schuld. Als erstes Zeichen des Dankes. Danke. Wenn du wieder gesund bist, habe ich dir so vieles zu zeigen. Wir kommen zurück, Kevo. Hatten also bei jedem mal durchzeigen, wie das natürlich auch viel zu lesen, wie immer. Das natürlich auch selbst zu lesen. Stürme, die uns vertreiben.
Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. So, was haben wir hier? Lernen Sie die Soldaten der JTF-10 kennen. Ob im Feld oder in der Freizeit, der Einsatzverband 10 war eine Einheit. Angeführt von Oberst Edward de la Hoya waren ihre Körper und Waffen stets kampfbereit. Essen, Tinte, Schmerz, diese Wagemutigen des Himmels teilten alles. Ja, was haben wir noch? Das hier habe ich ja selbst durchlesen. Also gut, so. Ich glaube, wir sind hier, diese Dinge freizuschalten. Voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Aber zumindest befolgen sie Befehle.
Hikaru und seine Leute wagen es nicht, uns anzugreifen. Wer ist das? Der Rüstung nach zu urteilen, ist dieser Soldat der Anführer. Ein Eindringling? Erledigt! Das wird Krieg! Ich bin auch nur... Ich vernichte sie! Wahrscheinlich aus anderen Dörfern geplündert. Belästigen niemanden mehr. Gefall ich dir jetzt? Ich gleite!
Der Wind bläst stark. Nicht umstürzen. Das Jagdgebiet wartet, Soldatin. Wie die Zehen vor uns, misst sich auch mein Clan ausschließlich an den schrecklichsten Maschinen. Und du jetzt auch. In Ordnung.